Hi Leute, da sind wir wieder und heute machen wir ein echt leckeres Beilagenrezept, denn wir machen dann heute eine Art Tomaten-Kartoffelauflauf. Gerade ist Sommer, herrlich Aromen der Tomaten, die frische Fruchtigkeit der Tomate vereinen wir jetzt mit der Kartoffel und anderen wenigen Zutaten. Und das ist ja die Hauptsache, wenige Zutaten, maximaler Geschmack. Und das ist, was ich euch zeigen möchte. Und das Rezept geht auch super einfach. Wir lassen es eine Stunde im Backofen und in der Zeit könnt ihr euer Hauptgericht zubereiten. Und das ist mein Anliegen. Ja, und deswegen starten wir jetzt direkt. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut einfach zu. Wie ihr seht, schäle ich hier Kartoffeln. Und zwar brauchen wir 700 Gramm Kartoffeln. Das Rezept ist für 4 Personen. Und einfach alle Kartoffeln schälen. Und dann anschließend fein würfeln. Das zeige ich euch gleich. Jetzt bemühe ich mich hier erstmal ein bisschen. Wir haben jetzt hier unsere Kartoffeln. Die werden gefittelt. Und dann könnt ihr die achteln. Das würde reichen. Aber wenn ihr euch das zu groß ist, könnt ihr die wirklich noch kleiner schneiden. Aber ich denke mal, das geht. Wenn ihr jetzt natürlich so besonders lange Kartoffeln habt wie hier diese, dann schneidet ihr die halt entsprechend zurecht. So, während ich jetzt hier in meinem Bräter gerade Olivenöl gegeben habe, ungefähr einen Esslöffel, habe ich hier Tomaten. Und die Tomaten werden wir jetzt überbrühen und deswegen schneiden wir die auch kreuzweise ein und geben die in unsere Schüssel. Ich nehme jetzt hier für jede Person eine große und 2 kleine Tomaten. Aber ihr könnt euch einfach daran orientieren, dass ihr 600 Gramm Tomaten nehmt. Das reicht voll und ganz für 4 Personen. Und einfach alles übergießen. Und das stellen wir jetzt einfach 2 Minuten beiseite und währenddessen wir hier alles überbrühen, schneiden wir eine Zwiebel. Ich habe hier eine Zwiebel, die wird auch ganz rustikal einfach nur geschält und dann wird die erstmal gefittelt, ihr seht es hier, und dann könnt ihr die so achteln, finde ich aber nicht ganz so gut. Wir nehmen die so, also teilen die einmal hier quer durch. Wir machen dann folgendes, wir lösen einfach die einzelnen Schichten so raus. Und wenn die gleich mitgart im Backofen, dann entwickelt die Zwiebel so eine Süße. Und das ist das, was wir möchten. Die Zwiebel muss eine Süße entwickeln. Und das macht ihr halt durch langsame Garen, weil die Zuckerstoffe in der Zwiebel dann karamellisieren. Meint man ja gar nicht, wenn die Zwiebel so roh ist. Aber es ist wirklich so, könnt ihr mir ruhig glauben. So. Nun können wir schon mal die Zwiebel und die Kartoffeln mischen und in unser Bräter geben oder unsere Auflaufform geben. Im Grunde genommen ist es ja einfach nur eine Aluschale. Ihr kennt diese Schale aus meinen Videos, wo ich Eis mache, Sorbet oder sowas. Oder mein Limetteneis, wenn ich die gleiche Schale hier. Im Endeffekt ist es egal, ob ihr Bräter nehmt oder ob ihr so eine Aluschale nehmt. Und das macht einfach gar nichts aus. Nur Aluminium leitet besonders gut die Wärme, deswegen nehme ich mittlerweile öfters diese Schale hier. Die Tomaten, seht ihr, ich zoome auch mal ein bisschen ran für euch. So, ihr seht hier bei den einzelnen Tomaten, oh, heiß, Vorsicht. Ihr seht hier bei den einzelnen Tomaten, jetzt muss ich aufpassen, weil es echt heiß ist, wie die sich geweitet haben. Seht ihr das hier? Ja. Die haben sich echt geweitet und ich gieße die jetzt ab. Das ist echt heiß, da muss ich gleich schnell arbeiten. Ratet ihr euch auch, schnell arbeiten. Und dann pellen wir einfach die Schale ab. Das geht ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. So, und wie ihr seht, lässt die Schale jetzt super einfach abziehen. Und ihr müsst echt aufpassen. Das ist wirklich sehr heiß. Und jetzt machen wir folgendes, wir haben ja unsere Tomaten, die kleinen Tomaten werden einfach nur halbiert und die großen Tomaten, die werden erst einmal gefittelt und dann nochmal geachtelt, genauso wie die Zwiebeln, einfach nur in der Mitte durch. Jetzt geben wir die ganzen Tomaten einfach so dazu, mit den Kernen und der Feuchtigkeit, denn jetzt geben wir noch eine selbst angebaute Chilischote dazu. Die zerbröseln wir komplett darüber. Ich habe so eine kleine Chilischote genommen, aus dem einfachen Grund, die ist mega scharf.
Deswegen verwende ich nur eine ganz kleine. Und jetzt nehmen wir noch Majoran. Wenn ihr natürlich frischen bekommt, nehmt auf jeden Fall frischen Majoran. Aber ich nehme den hier. Ungefähr 2 Teelöffel. So, und jetzt gießen wir alles noch mit Brühe an. Ich verwende hier als Brühe 200 Milliliter meiner Gemüsebrühe und gieße die einfach hier drüber. Und jetzt lassen wir das alles eine Stunde im Backofen schmoren. Bei 160 Grad. Der Backofen läuft hier schon die ganze Zeit. Und das Gericht hier war in 10, maximal 15 Minuten fertig. Und jetzt hätten wir noch Zeit, unser Hauptgericht zu machen. So, da sind wir fertig. Ich hoffe, euch hat das wunderbare Rezept gefallen. Ihr habt gemerkt, es sind, glaube ich, 5-6 Zutaten. Und wir kriegen dann echt leckeres Rezept daraus. Das Rezept ist jetzt im Backofen. Wir lassen alles einfach nur reduzieren. Also die ganze Brühe soll schön einkochen. Die Tomaten sollen den ganzen Saft abgeben. Und natürlich sollen die Kartoffeln gar werden. Und dann die Zwiebeln sollen auch dann karamellisieren und dann so eine Süße haben. Und das ist einfach nur herrlich. Das als Beilage für 4 Personen ist das Rezept. Einfach nur super und wunderbar. Und ich habe da schon richtig Lust drauf. Und die ganzen wunderbaren Sommeraromen, die wir alle jetzt vereinen in so einem leckeren Rezept. Also ihr seht schon, er macht mich wieder total happy. Nicht nur ihr, sondern das Rezept auch. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ja, das Rezept findet ihr wie immer dann auf meiner Homepage. Da könnt ihr es auch ausdrucken, wenn ihr möchtet. Ansonsten bin ich durch. Ich habe nichts mehr. Jetzt kommt noch das Foto. Und somit bin ich dann jetzt raus.